Herodianische Winkelzüge. Die Pharisäer, Teile der Pharisäer, denen Jesus sehr verbunden ist, wir hören das hier im Evangelium, sie warnen Jesus. Genauso wie Jesus selber seine Jünger immer wieder ermahnt, nicht laut herauszuplärren, dass er der Messias ist, damit er nicht irgendwo mal schnell in die Ecke gebracht wird. Jesus entscheidet und will in seiner Hoheit und weiß, wo er sterben wird, nirgends anders als in Jerusalem. Nicht irgendwo in Galiläa hinter einem Strauch, weil sich der fuchsige Herodes das so ausgedacht hat und es ihm gerade in den Kram passt. Herodianische Winkelzüge und die Hoheit Christi. Eine Spannung, liebe Schwestern und Brüder, die Kirche bis heute begleitet. Wir haben ja nicht nur den Eindruck, dass wir in einer herodianischen Welt leben, die Christus eliminiert, seine Kirche, wenn nicht, wo das nicht möglich ist, ausrotten, sondern umfunktionieren will. Wir haben diese herodianischen Strategien bis in die Kirche hinein. Und deshalb ist es so schwer in unserer Zeit zu glauben. Es ist auch schwer, in und mit der Kirche zu glauben. Es ist wirklich nicht einfach. Wenn wir gerade einmal in diesen Tagen und Wochen erleben, wir wissen nicht recht, wo und wie wir uns positionieren sollen angesichts dieses 500-jährigen Begehens der Reformation, dieses Jahr, das dann am Montag beginnt. Wir erleben geradezu einen Kotau, von römischer Seite vor Martin Luther. Und heute liest man von der gleichen Seite den Satz, wir sollen nicht der Kirche dienen, wie sie sein soll, sondern wir sollen der Kirche dienen, wie sie ist. Naja, ich meine, wenn man diesen Satz ernst nimmt, dann kann man zu Martin Luther, ist man damit schnell fertig. Dann hätte man genau diesen Satz, das ist eigentlich die Haltung, die die Römer Martin Luther gegenüber haben. Muss man ihm sagen. Verhalte ich der Kirche gegenüber so, wie sie ist. Sie ist halt verkommen, sie ist halt, mein Gott, nicht ideal. Aber was soll's, stelle ich nicht so an. Und das Thema ist erledigt. Das sind Dinge, die überhaupt nicht zueinander passen, weil es herodianische Strategien sind, liebe Schwestern. Weil es in dem einen Fall um Ehe und Familie geht und in dem anderen Fall um politische Korrektheit. Was gilt denn jetzt? Es gilt immer, liebe Schwestern und Brüder, die Hoheit Christi. Und nur Christus vermag uns, unter seine Flügel zu sammeln und uns Sicherheit zu bieten. Sein Wort, das, was er sagt, so wie er die Menschen ruft und nicht, wie wir das gerne hätten und so lange verdrehen, dass es uns gerade in den Kram passt. Nur sein Wort. Keine Spielchen, die wir leider erleben. Keine Verdrehung. Natürlich geht die Kirche immer auch mit der Zeit. Aber sie muss sich immer danach ausrichten, dass es ein Ideal gibt. Und dieses Ideal ist immer der Blick auf Christus selber. Und auf die Botschaft, die er hat. Auf das, was er sagt. Und das sollten wir so wörtlich wie möglich nehmen. Und wenn wir sehen, die Kirchengeschichte seit 2000 Jahren, wo sie sich erneuert hat, dann hat sie sich immer erneuert am Ideal, nie am Zeitgeist, nie an dem, was gerade politisch angesagt war, sondern eigentlich immer im Widerstand, eigentlich immer in der Verfolgung. Man wundert sich, dass das niemandem zu denken gibt. Aber das macht auch nichts. Man kann es vielleicht von der offiziellen Seite gar nicht erwarten. Es müssen wie immer und schon oft bemerkt die einfach Glaubenden sein.
die vielleicht auch besser gar nicht mehr ins Internet schauen oder den Observatoren lesen, damit sie nicht verwirrt werden, sondern einfach treu im Glauben an Christus leben. Die tragen und die letztlich erneuern die Kirche.